Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper. Warum ich immer draußen starte, weiß ich gar nicht. Vielleicht, weil man dann schön unsere Villa de Abstellraum angucken kann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall mal wieder rein. Werden wahrscheinlich, komm, hier drin müssen wir eigentlich nichts machen. Sauber machen müssen wir auch nicht mehr. Wir werden eigentlich direkt mal nach dem nächsten Auftrag gucken, weil wir haben bis jetzt einen Kontostand von 38.000. Wir könnten uns schon mal ein Häuschen kaufen. Ich weiß aber nicht, wie rentabel das ist. Also wenn ich mir jetzt sage, hier, ich kaufe eins für 28, müssen wir erstmal Kohle reinstecken, renovieren etc. etc. Deswegen müssen wir erstmal ein bisschen was, glaube ich, an Kohle reinbringen. Hier wird ein zweites Badezimmer verlangt. Badezimmer und Werkstatt. Geld ist kein Problem. Und befreie mich von der schrecklichen Farbe. Ich glaube, ich würde mal von unserem Waldemar, würde ich gerne mal sagen, hier, ui, der hat Lust zu schreiben. Das gucken wir uns mal an. Guten Tag, ich bin ein älterer Herr, der seit Jahren eine Wohnung an Studenten vermietet. Leider hatte ich dieses Jahr sehr viel Pech, denn ich habe die Wohnung einer recht verdächtigen Truppe vermietet. Sie haben nicht fristgerecht bezahlt, weswegen ich hinging, um das zu prüfen. Sofort als ich die Tür öffnete, dachte ich, ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Das ganze Haus verwüstet, überall Dosen, Dreck und Matsch. Flaschen, wo das Auge nur hinsieht. Und die saßen fröhlich in der Küche und tranken weiter. Das klingt schon mal normal. Ich habe sie gewarnt, dass ich sie rausschmeißen würde, wenn sie nicht bezahlen. Sie haben bezahlt, aber dann hat sich herausgestellt, dass sie die Heizkörper verkauft haben, um das Geld für Alkohol zu kriegen. Oh, das ist ja ungefähr wie der Ex in der ersten Folge, der einbricht bei der Freundin und eine Heizung klaut. Was haben die denn alle mit den Heizungen? Wie musst du denn ticken, um zu sagen, in einer Studentenwohnung oder wo auch immer, ich demontiere Heizungen und verkaufe die dann? Besonders so wie die drauf sind, haben die wahrscheinlich nicht mal einen Rückflussstopfen draufgesetzt. Also diese Proppen, die man da reinsteckt, damit das Wasser nicht mehr fließt, hätten quasi das Wasser abdrehen müssen und hätten nicht mal mehr duschen gehen können. Ist okay, außer die haben mehrere Wasserkreisläufe, aber davon mal abgesehen, ist es ja egal. Die haben die Möbel verkauft und nur Müll hinterlassen. Danach waren sie sogar frech, dass sie ihre Kaution gefordert haben. Oh Mann, Aufräumarbeiten sind in meinem psychischen und gesundheitlichen Zustand nichts mehr für mich. Helfen Sie mir bitte damit. Ja, dem Mann werden wir helfen. Wer so hintergangen, jawoll, und guck dir mal den Boden an. Bah, also man sagt ja immer so schön, mein Boden ist so sauber, von dem kann man essen. Bei denen wäre das eher so, deren Boden ist so, wenn du davon isst, bist du satt. Weißt du? Also richtig, also schöne Wohnung, muss ich sagen, für Studenten, hallo. Also, mal die Gegend unterscheidet sich immer völlig von den anderen Gegenden. Können wir eigentlich hier einfach rausgehen? Ich weiß nicht, ob ich dann den Auftrag verliere, deswegen mache ich das jetzt nicht. Sondern wir kriegen hier erstmal direkt einen mit dem Hammer. Guck mal, hier eine Kippe. Dosen, Ziegelsteine schon wieder oder was das auch immer sein soll. Können auch kleine Päckchen Drogen sein, ich weiß es nicht. Erstmal müssen wir freimachen, um überhaupt durchzukommen. Oh, guckt euch mal die Minimap an, Leute. Oh, gut, dass ich das geskillt habe, dass man sieht, wo der Dreck ist. Da kriegt man ja gleich einen Fimmel, ey. Okay, wir werden hier erstmal einmal wirklich komplett so wieder durchlaufen. Die müssen... Linke Maustaste gedrückt halten. Achso, nee, will ich gar nicht. Ich will einfach alles wegschmeißen. Nee, ich will auch nicht den Schrank umstellen, noch nicht. Guck ich das mal an hier. Was lesen die denn so? Kann man da gucken? Was steht da? Okay, da sind Affen drauf. Das sieht gut aus, das Bild. Das ist hübsch. Dass die immer alle so eingeknickt und abgebrannt aussehen müssen an den Ecken, ne? Verstehe ich nicht. Gedrückt halten, um reinigen zu ändern. Ach, rechte Maustaste. Reinigen. Guck dir das mal an. Wir machen jetzt hier Raum für Raum eben schnell so fertig. Heizkörper müssen wir wieder installieren, weil die Spacken Heizkörper geklaut haben. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es gibt wahrscheinlich nicht viel anderes, was die selber nicht mitgebracht haben, was die hätten dann vertickern können. Aber Heizkörper, Leute, kommt mal klar, ey.
Das ist voll die Heizkörpermafia hier. Ah, geil, wieder mit dem coolen Reinigungsding, was wir uns in der letzten Folge geholt haben. Schön aufgewertet, macht sich schon bezahlt, ganz ehrlich, macht sich wirklich schon bezahlt. Aber ich hoffe, da kriegen wir richtig Kohle für, auch wenn der Mann mir wirklich leid tut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, das wird wahrscheinlich alles versichert sein, aber trotzdem tut es mir leid, wenn er mir so viel Geld dafür gibt, voraussichtlich, dass ich das hier fertig kriege. So, guck mal, die müssen wir da montieren. Und das machen wir auch eben. Die Schritte kennen wir ja schon, was wir hier tun müssen. Festdrehen. Auch nochmal schön reinflippen lassen. Thermostatkopf hier hochdrehen nochmal. So, guck mal. Und 37 Euro, ne? 37, ich kann es nochmal zeigen. 37,20 Euro. Also, erstmal ist das... Oh, wobei, es geht eigentlich nur. Also, es ist für den Preis relativ... lassen wir mal so im Raum stehen. 37 Euro. Gönnt euch das mal. 37 Euro. Streichen muss ich hier noch nicht. Und irgendwo ist hier noch Dreck. Ich bin gerade überfordert. Hä? Hier? Irgendwo noch Dreck. Ach, jetzt ist weg. Okay. 37 Euro. Das macht ja gar keinen Sinn. Also die zu demontieren und zu verkaufen ist wahrscheinlich viel mehr Aufwand, als irgendwas anderes zu tun, um 37 Euro zu kriegen. Wir reden hier von 37 Euro. Oh Gott. Kann man da hoch? Nee. Kann ich hier... Ah, gut, ich kann hier wischen und dann auch aufräumen. Da muss ich nicht andauernd das Werkzeug wechseln. Das ist gut. Das gefällt mir. Wir haben hier wenigstens noch nicht die ganzen Schaben auf dem Boden gesehen, ne? Das ist... wäre schon ein bisschen eklig, ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, guck dir mal die ganzen Flaschen an. Da klickt man sich jetzt aber auch ein bisschen tot, ne? Stuhl stellen wir gleich noch vernünftig hin. Wir machen das hier wieder richtig schön für ihn. Also wer so auch hintergangen wurde. Aber Satan, du, die haben ja auch Party gemacht. Hallo, ich würde gerne... mache ich gleich. Guck, was ist denn das alles hier? Kann ich die auch aufheben? Nee. Alles Weinflaschen? Das ist doch nicht normal. So, dich nehmen wir mal hoch. Dich stellen wir hier so hin. Zack, jetzt können wir auch den Müllsack wegnehmen. Ein Fenster reinigen und eine Heizung montieren. Okay, Fenster können wir eben reinigen. Die ganzen Schritte kennen wir ja. Es ist jetzt natürlich kein Hexenwerk. Ich glaube, das Interessante wird dann später, wenn wir wirklich sagen, wir kaufen uns ein Haus und verkaufen das dann gewinnbringend. Mal die Heizung schon ausgewählt. Zack, montieren. Ganz einfache Kiste zum Verkauf. Ach so, abbrechen. Konnte ich da gerade nur. Ich habe oben links geguckt und nicht, wo ich hier unten hinklicke. Deswegen ging das leider nicht so schnell wie gewohnt. Ich versuche mich heute übrigens daran zu halten, dass wir von der Zeit her vielleicht ein bisschen normaler bleiben in den Folgenlängen und nicht wieder auf knapp über eine Stunde kommen. Das ist dann doch irgendwo ein bisschen doof, ne? Boah, Leute. Bäh. So, es gibt da eine Krankheit für, also wirklich Leute, die da Angst vor haben. Okay, das wusste ich nicht, habe ich aber nicht. Also das steht nur drin, wenn ich da wirklich irgendwie so eine richtige Phobie gegen habe, dann kann ich das in den Einstellungen ändern. So ganz so schlimm ist es bei mir noch nicht. Also klar, ich brauche viel Hilfe, wirklich viel Hilfe, aber so schlimm ist es noch nicht. Warte, hier ist noch irgendwo was. Wo können wir hier noch putzen? Ich möchte ehrlich sagen, das möchte ich mir eigentlich noch aufheben, das Zimmer. Boah, das Badezimmer, das geht das sogar noch. Schlimm dreckig ist das gar nicht. Also da hätte ich mehr erwartet vom Schmutz. Badezimmer hier. Aber hier, das Handwaschbecken, haben die das auch demontiert? Was ist denn kaputt bei euch? Also wer, naja, egal. Ich stelle es nicht mal mehr in Frage. Wir lassen es einfach, man muss die Studenten auch nicht immer verstehen, was sie dann tun und warum sie das dann tun. Wir akzeptieren einfach, wie es ist. Oh, schön, einmal festgeklickt. Festgedreht. Ich weiß auch nicht, ob das ehrlich gesagt, wenn ich das schwerer stelle, ob ich das nachträglich schwerer stellen kann, ob dann die Montageprozesse noch ein bisschen feiner sind. Also das finde ich, glaube ich, ganz cool. Jetzt müssen wir erst aufdrehen. Ich mag die Geräusche im Hintergrund. Die sind zwar super leise eingestellt, weil sonst ist das echt immer so ein Gegenbrüllen, was man hier macht. Das will ich natürlich auch nicht. So, Badezimmer.
Ich würde sagen, normales Handwaschbecken reicht wieder. Zack, da wissen wir schon, wie es geht. Festmachen, reingedübelt in eine Wand, dran geschoben. Oh, ich mag das. Also so ganz ehrlich, in dem Tempo arbeiten können, das würde ich mega feiern. Zack, und rein damit und festgeschraubt. Den passenden Anschluss auswählen. Hier machen wir das gleiche auch nochmal. Müssen wir gleich oben auf der Seite auch noch hier machen. Dann müssen wir uns gleich irgendwann um dieses wirklich doch sehr unattraktive Zimmer kümmern, ne? Also das, was wir da gerade... Ja, so, ich habe das festgeklickt, hier geklickt. Hier nochmal Schrauben, Siphon festgemacht. Geil. Fertig. Haben wir fertig. Haben wir soweit fertig? Was ist hier? Ah, okay. Einmal die Reinigungskeule durchgeschwungen. Boah, das ist also... Ah, gut, dass wir so einen krassen Mob haben, ne? Also... Der hilft uns wirklich gut. Hier, da ist noch... Magst du das noch wegtun? Dankeschön. Das Bett können wir gleich noch vernünftig stellen. Wir müssen erstmal noch Fenster reinigen. Krass, ich kenne es immer nur bei Fenster, dass die eher so fleckig sind, weißt du? Also nicht so, so zugestaubt, sondern eher so Regenflecken, weißt du? Von draußen, wenn du Fenster nicht putzt, dann kriegst du halt Regenflecken. Ne, diese Wasserflecken, nicht Regenflecken. Ihr wisst, was ich meine. Ist irgendwie beruhigend. Also, ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Och, guck, da habe ich noch was übersehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das extrem beruhigend, einfach hier durch die Gegend zu laufen und Sachen zu reparieren. Überall nur die kleinen Heizkörper. Okay. Bin gespannt, wie viel wir am Ende hier rauskriegen aus dem Auftrag. Also ich würde mir halt gerne, wenn ich ein Haus kaufe, was ich dann noch renovieren will, so um die 50.000... Könnte das halt gerne schon kosten, ne? Stellen wir nur mal vernünftig hin, das ist ja sonst... Ich kacke, so. Sind wir sonst fertig? Oder? Doch, hier sind wir soweit fertig. Aber wir lassen die Tür mal auf, ne? Dann... Bah! Also das ist das Partybadezimmer hier. Oh, fies, ey. Ganz fies. Mal noch ohne Schutzkleidung rein. Ah ne, das wollte ich gar nicht. Hier wollte ich rein. Also ich muss es ja schon... Das ist ja echt schon... Bah. Schutzanzug musst du hier rein. Solchen Schutzbekämpfung, das ist ja hart. Oh, das ist aber schön. Das ist ein schönes Handwaschbecken. Das gefällt mir. Nicht, passt nicht unbedingt gut zum Boden. Vielleicht hätte ich mir auch eine andere Toilette dazu geholt. Aber hey, ist okay. Was ist denn hier oben? Ein Spülkasten? Waschmaschine. Die hatten wir noch gar nicht montiert. Okay, wir müssen jetzt eine Waschmaschine kaufen. Shop kaufen. Badezimmer. Nicht unter Badezimmer zu finden. Ein Wunder. Anschlüsse. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wir können noch gar keine Waschmaschine kaufen. Was machen wir denn da jetzt? Kacke. Montiere Geräte. Ja, okay, wir können halt den Rest machen. Fenster reinigen. Mist, das ist ja scheiße. Muss ich da irgendwie erst weiter skillen oder so ein Kram? Hier, guck mal, da können wir noch eine Heizung reinbauen. Anschlüsse. Ich hab's halt oben eingetippt und gesucht. Und da sagt er mir die ganze Zeit, kann ich jetzt nicht. Er sagt mir da halt, ne, geht nicht. Ist doof. Das ist ärgerlich. Also das finde ich wirklich gerade schwierig, dass man einen Auftrag annehmen kann, wo man noch gar nicht alle Sachen hat. Vielleicht kommt es ja gleich noch. Wir werden erstmal weitergehen. Ja, gut. Halten wir erstmal so fest. Hier ist noch irgendwo Schmutz. Da. Bleh. So, auch weg. Und jetzt gehen wir nochmal hier in dieses Zimmer rein. Ich schwinge hier einfach nur den Wischmopp durch die Gegend, ey. Muss alles Latexfarbe sein. Das muss alles Latexfarbe hier an der Wände sein. Wenn du das alles mit Wasser so einfach, oder ohne Wasser, wie auch immer, entfernen kannst, ist schon irgendwie geil, ne?
So, und die ganzen Flaschen hier weg. Was die in ihrer Freizeit machen, nur das ist... Ah, ist schon fies, ey. Ist schon fies. So, Heizung wieder montieren. Hey, mal. So, das ist jetzt mal sowas ganz anderes, was wir hier machen müssen. Warte. Jetzt, ich mach das mal ganz neu, ganz neu. Ich fange jetzt... Ha! Merkt? Andere Seite angefangen. Schon gleich ein bisschen schwerer. Nein, ich möchte das da gar nicht schlecht reden. Ich finde, das macht wirklich Spaß. Das ist irgendwie, ich finde, wie gesagt, völlig beruhigend. So ein Ding hatten wir früher auch mal. Also unten im Keller stehen. Wir müssen gleich noch im Fenster reinigen. Ich wollte das aber mal eben vernünftig hinstellen. Wir wollen ja auch wieder gute Rezession kriegen, ne? Wir wollen ja wirklich die Kunden glücklich machen, dass die dann sagen können, hey, ich hab dir da jemanden, der ist total geschickt und der macht alles wirklich picobello sauber. Zusätzlich macht er noch Sachen, die ich gar nicht bezahlen würde, so ungefähr, weißt du? Dann kriegst du halt Aufträge rein. Muss halt einfach ein bisschen den Leuten entgegenkommen und denen einfach auch wirklich das Gefühl geben, dass deine Sachen gut machen. Der Stuhl kann so stehen bleiben, das ist okay. Wie kriege ich die denn weg? Ja, das ist eklig. Staubsauger nehmen. Kommt mal her. Das ist ja lecker. Das ist auch schwer, die zu erwischen. Bah. Wo haben wir denn auf einmal den Staubsauger? Ah, es gilt wahrscheinlich mit unter die Reinigungsteile. Ist jetzt weg? Reinigung ändern. So, ich möchte hier wischen. Bah, also guck dir das mal an. Aber wie geil das danach aussieht, ne? Oh, da hinten sind noch mehr. Aber ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, wie ich da als Vermieter drauf reagiert hätte. Oh, ich hätte die wahrscheinlich richtig fertig gemacht, ey. Drücken. Achso, um wegzuwerfen. Ich hatte erst umzuwerfen gelesen. Da dachte ich mir, total die gute Idee. Staubsauger nehmen und jetzt hier. Habe ich erst gedacht, das ist ja total die gute Idee. Lass uns das Ding umwerfen, wo die ganzen Küchenschaben rumlaufen. Die sind aber auch fies, ne? Fies viele. Erinnert mich so ein bisschen an Timon und Pumba, ne? Bisschen, lecker, lecker. Oh, wir wischen hier durch in der Geschwindigkeit. Also, nicht wirklich gut. Oh, da oben ist noch ein... Scheiße, ich hänge hier am Stuhl. So. Das zieht sich jetzt ein bisschen noch. Putzen, putzen, putzen. Alle müssen putzen. Putzen, putzen, putzen. Alle müssen putzen. Putzen, putzen, putzen. Hat einen großen Nutzen. Putzen, putzen, putzen. Alle außer wir. Fertig. Ich hatte gerade erst gedacht, so, hups, wo sind denn hier noch Verschmutzungen? Aber wir haben sie gefunden. Sieht auch wieder gut aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den nächsten Raum. Boah. Also Leute, was ihr hier macht, krass. Aber zwei Aufgaben erst erledigt. Ach so, ja klar. Jetzt gleich haben wir Reinigen erledigt. Das gilt dann ja fürs ganze Haus. Dann haben wir alles neu montiert und neu gemacht. Und wir haben sogar die Sachen neu hingestellt. Also, mal eben hier die ganzen Sachen wegschmeißen.
Von da an kann er sich nicht beschweren. Yay! Komm, wieder Flaschen. Ah, das geht noch. Diesmal sind es nicht ganz so viele wie in der Küche. Also in die Küche, die sah ja auch aus, so, das sag ich dir. Aber wie riesig, ne? Ich frage mich, wie viele hier drin gewohnt haben. Oh, da hinten ist noch Schmutz. Ich hab's gesehen. Fenster reinigen nochmal eben. Das geht ja auch relativ schnell, ne? Mit unserem Wischer hier. Ah, da habe ich eine richtig fiese Kante übersehen. Aber gut, dass wir das letztes Mal geskillt haben, ne? Auch wenn es vielleicht Werte gibt oder Sachen gibt, wo man sagt, ah komm, da kannst du besser reinskillen. Ging eigentlich. So, Fortschritt. Wir sind eigentlich so weit, dass wir sagen können, fertig. Würde ich aber, das kann so bleiben. Oh, hier fehlt noch die Heizung, sehe ich gerade. Zack, durch den Stuhl durch, kein Problem. Wir kommen an die schweren Stellen ran. Oh, geil. So, das haben wir 2 von 6 Aufgaben. 1 von 5. Da noch irgendwas hinter? Das verstehe ich nicht. Er sagt hier... Achso, Aufgaben in anderen Räumen unten. Hier sind wir doch soweit fertig. Oder müssen wir hier noch tapezieren oder streichen? Nee, ne? Das mussten wir hier nicht mehr machen. Und... Ja, hier steht überall. Ah! In Weiß. Alles klar. Ich soll das in Weiß streichen. Räume den Müll auf. Ach, das zählte unter Müll. Oh, okay. Jetzt weiß streichen. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Weiß, zack, kaufen, bomm. Rinder mit. Sehr cool. Machen wir das eben, ne? Ach, kacke. Da bin ich wieder eins zu weit zur Seite gerutscht. Ah, sehr gut. Dann kriegen wir die Aufgaben auch fertig, ne? Das Einzige, was wir jetzt noch nicht machen können, ist halt wirklich sagen, wir montieren hier unseren Heizkörper, ne? Den können wir halt noch nicht montieren. Weil, ach nicht Heizkörper, die Waschmaschine, weil das haben wir noch gar nicht. Die haben wir noch nicht im Shop. Wahrscheinlich bin ich zu früh. Wahrscheinlich hätte ich wirklich die Aufträge der Reihe nachmachen müssen. Um dann zu sagen, ich kriege die Sachen auch, weil ich kann die halt jetzt noch nicht montieren. Das finde ich ärgerlich. Also wenn das wirklich so ist. So, fertig mit Streichen. 3 von 5 Aufgaben fertig. Da müssen wir mal wirklich gucken, ne? Weil hier die Farbe, da ist halt noch was drin, ne? Wenn wir mal hier in den Flur. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier noch genau machen müssen. Müssen wir gleich mal in den Räumen gucken, ne?
So. 3 von 5 Aufgaben. Ist hier noch was? Nein. Hier war auch nichts mehr, ne? Nein. Hier? Reinige die Beschmutzung. Hier haben wir noch irgendwo Dreck. Wo? Wo hat sich hier noch Dreck versteckt? Hier sind wir fertig. Das muss hier irgendwo im Flur sein. An der Decke nicht mehr. Und man sieht den echt schlecht, den Schmutz, ne? Nichts mehr, ich gucke gerade oben auf der Minimap. Da irgendwo ein bisschen Schmutz auf dem Boden sehen. Oder auf dem Minimap halt sehen. Aber ich sehe hier nichts. Auch an der Wand. Das ist halt schwer zu erkennen, ne? Ah, ich glaube hier oben. Nee. Hier haben wir alles. Ja, das Problem ist hier der Schmutz, den sehe ich nicht. Die letzten paar Prozente und die Waschmaschine. Muss ich mir hier was kaufen? Nee, ne? Bauen oder so, schneller bauen. Die erbaute Wand ist sofort gestrichen. Das ist auch cool. Ah, nee, den Skillpunkt halte ich mir erstmal noch offen. Aber wir können hier, ich kann euch das ja mal zeigen. Auf alle. Wenn ich jetzt nur Wasch eintippe, haben wir halt Waschbecken mit Schrank und Waschbecken mit Schrank. Und so einer muss da ja nicht dran, weil das haben wir hier. Verstehst du? Sieht auch dreckig aus, die Scheibe. Warum können wir die nicht sauber machen? Ja gut, die kann ich halt nicht machen. Ich habe halt keine Waschmaschine, die ich da groß hinsetzen kann. Machen hier nochmal eben kurz die Türen zu. Ich will nochmal eben schauen, ob wir hier jetzt noch Schmutz an den Türen haben, was ich nicht sehe. Das zerstört mich gerade wirklich ein bisschen. Nee, ich sehe so aber auch nichts. Ja gut, dann würde ich fast sagen... Oh, jetzt sind wir fertig mit Reinigen. Oh, okay. Ja, jetzt fehlt nur noch das... Waschbecken, die Maschine, die wir aber noch nicht kaufen können. Deswegen sind wir fertig und sagen, ja, 98% des Auftrags mussten wir leider so abschließen. Wir konnten noch keine Waschmaschine bauen. Oder kaufen, eher gesagt. Schade, die hätte ich gerne montiert. Muss ich ehrlich sagen. Vielleicht gehen wir dann doch in den Aufträgen eher von oben mal durch. Oh, wobei ich sagen muss, warte mal. 42.000, jetzt haben wir schon ein bisschen was. Zweites Bad. Badezimmer, bla bla. Hier, da. Schreckliche Farbe. Schreckliche Farbe wäre eigentlich noch eins, das hätten wir noch von Michael. Das müssten wir noch machen. Das machen wir aber nicht jetzt. Wie gesagt, ich versuche jetzt die Zeit einigermaßen wieder in den Griff zu kriegen. Ich weiß nicht, ob diese Folge dann wirklich vielleicht ein bisschen zu kurz ist. Keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Mit Schneiden und so verliert man auch immer ein paar Minuten. Wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen, lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt wie immer gerne was in die Kommentare. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von House Flipper wieder. Bis dahin. Beste.